Hallo Freunde und herzlich willkommen zu mal was anderem außer KSP. Ich bin ein bisschen auf der Suche gewesen nach einer Alternative, was man so neben KSP noch spielen kann, damit das Ganze halt nicht jeden Tag stattfindet bei mir. Und deswegen bin ich hier auf Spin Tires gekommen. Spin Tires, was ist das? Ja, letzten Endes, also der Trailer sah eigentlich ganz lustig aus, geht es darum, Dinge von A nach B zu bringen. Das Ganze durch, nicht unbedingt Straße, also es ist kein Euro-Truck-Simulator, sondern halt durch teilweise unwegsames Gelände. Und ja, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, Trailer sah ganz gut aus und ich würde es einfach mal gerne ausprobieren wollen. Und dann schauen wir mal. So, was geht denn hier spielen? Spielgleichgewicht, 3 Sterne, was bedeutet das? Ach, das ist hier wahrscheinlich zusammengesetzt aus diesen Startfahrzeugen oder wie auch immer. Flussüberquerung haben wir auch 3. Ebenen 3, 6, 8, genau. 8, Vulkan hat auch 8. 2 mal 3. 1 mal 3, 1 mal 1. Okay. Was nehmen wir denn mal hier? Ebenen. Ebenen hört sich gut an, das ist nicht so unbedingt. Küste, Flussüberquerung. Flat, das ist hier wahrscheinlich hier mit Hochwasser oder irgendwie was. Hügel, Ach, ich nehme Ebene. Gucken wir einfach mal, was das Ganze hier kann. Standardeinstellungen. Was sind Standardeinstellungen? Mods verwalten, Mods verwalten. Oh, hier gibt es noch Mods. Blue Skin. Nur verifizierte Mods. Gibt es auch noch andere? Nein. Okay. Hier kann man dann wahrscheinlich noch ähnlich wie bei Landwirtschaftssimulator, dass man hier noch auf eine andere Seite kommt, die dann noch ein paar Mods bereithält. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Spielmodus. Was? Was soll das heißen? Jetzt muss ich erstmal näher rangehen hier. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Es ist natürlich ein bisschen schade hier, dass das Ganze. Aber. Ausgenheitsspiel, Gelegenheit. Das könnte ja nur Gelegenheit heißen. Gelegenheitsspiel wahrscheinlich. Ah, könnte Sinn machen. Gelegenheitsspiel, was soll es wahrscheinlich sein? Okay. Gelegenheitsspiel, was haben wir denn hier? Rettung zu freigeschalteten Werkstätten möglich. Differentialsperre beschädigt Fahrzeuge nicht. Kraftstoffverbrauch geringer als im Hardcore-Modus, okay. Zeit kann übersprungen werden. Navi-Route im Spiel sichtbar. Okay. Und hier Simulation. Beschädigte Fahrzeug nicht lenken. Hat weniger Strom und Stände der Motor. Gut. Wenn das da steht. Keine Rettung zu Werkstätten. Differentialsperre bei automatischer Schaltung nicht verfügbar. Holzladestation deaktiviert, nur manuelle Aufladung über Stammausgabe. Aha. Entfernung und Lage des nächsten Navigationsknotens ist sichtbar. Räder würden automatisch lenken, sodass sich das Fahrzeug durch die Schwerkraft bergab bewegt. Aha. Ich mache hier Gelegenheitsspiel. Zum Einstieg wahrscheinlich erstmal gar nicht so verkehrt. Nochmal Spiel starten. Und hier, wähle Hilfe im Spielmenü, um zu erfahren, wie man Spin Tires spielt. Spielmenü wahrscheinlich Escape, ne? Hier, Escape. Hilfe. Wie man spielt. Benutze die Minikarte, um zu sehen, wo sich Werkstätten, Tankstellen, Holzfällerstationen, Ziele und andere Fahrzeuge befinden. Okay. Entferne Minikarten Verdunklung, indem du nah an ihnen vorbeifährst. Aha. Schalte andere Fahrzeuge frei, indem du nah an ihnen vorbeifährst. Okay. Wähle Zusatzbauteile gegen Werkstattpunkte an freigeschalteten Werkstätten aus. What? Um mehr Werkstätten freizuschalten. Was?
Okay. Baue Zusatzteile an, fahre zur Holzfäller Station, nehme die Ladung auf und liefere sie zum Ziel. Das hört sich doch gar nicht so verkehrt an. Wenn dir der Kraftstoff ausgeht oder das Fahrzeug schwer beschädigt ist, benutze andere Fahrzeuge mit Zusatzbauteilen zum Reparieren, Betanken oder Befreien per Seilwinde. Benutze WASD, Standard hier, Leertaste, Feststellbremse, okay, H-Scheinwerfer, drücke 1 zum Umschalten der Kamera. Kannst auch einen Controller benutzen, will ich nicht. Q, bei angeschalteter Differentialsperre drehen sich die Räder immer in derselben Geschwindigkeit. Das macht Sinn. Ist sie ausgeschaltet, wird nur auf Räder mit Bodenkontakt Drehkraft übertragen. Auch das macht Sinn. Die Differentialsperre hat keinen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Alles klar. E, standardmäßig wird Drehmoment, das ist Aufstellung, aha, Drehmoment auf Hinterachsen übertragen. Okay. Mit angeschaltetem, ach, das soll Allradantrieb sein. Schreibt das doch dazu. Steigt der Kraftstoffverbrauch enorm. Ja. Während die Kupplung schleift, nach einem Klick auf den Schalthebelknopf oder mit dem Drücken von R, klicke mit rechts, um Gas zu geben. Durch Drücken von V auf Kl oder Klick, Klick auf Fortgeschritten, erhältst du Zugriff auf zusätzliche Steuerungsoptionen. Benutze sie, um Steuerfähigkeiten von Zusatzteilen oder der Winde zu nutzen, etwa Steuermechanismen zum manuellen Aufladen, aha. Tankmöglichkeiten, Reparaturmöglichkeiten. Okay. Wähle zum Benutzen der Winde zuerst eine der Windkupplungen am Fahrzeug und dann, falls vorne eine Kupplung oder einen Achsansatzpunkt an nahen Bäumen oder Fahrzeugen. Aha. Wenn du Winde mit anderen Fahrzeugen verbindest, kannst du den Beschleunigungsmodus nutzen. Standard ist der Ziehenmodus. Aha. In diesem Modus beschleunigst du das andere Fahrzeug automatisch in deine Richtung. Aha. Wenn du F zum Ziehen der Winde drückst, du kannst das andere Fahrzeug manuell steuern. Oder Auto auswählen, damit es automatisch zu deinem Fahrzeug steuert. Okay. War das wieder weg. Muss er starten. Ah, jetzt wird ein Schuh draus hier. Allrad und Differentialsperre. Okay. Was war das? F1. Oh, F1. Ah, was haben wir hier? An der Tankstelle wird das Fahrzeug automatisch vollgetankt. Du kannst auch alle entsprechenden Zusatzteile, die du angebaut hast, mit Kraftstoff füllen. Okay. Was haben wir hier? Achso, das waren diese Verdunklungen. In der Werkstatt bringst du Teile an, spannst Anhänger an und wechselst Reifen. Reifen beeinflussen den Kraftstoffverbrauch und die Reibkraft am Boden. Fahrzeuge werden in der Werkstatt automatisch repariert, aber nicht mit mehr als 200 Litern aufgetankt. Aha. Jegliche Anbauteile mit Reparaturfähigkeiten werden in der Werkstatt automatisch nachgeladen. Aber Anbauteile mit Kraftstofftransport können nur an Tankstellen aufgetankt werden. Okay. Werkstatt kann freigeschaltet werden. Wenn die Werkstatt verschlossen ist, ist sie nicht verfügbar. Na sowas. Du musst vier Werkstattpunkte abliefern. Okay. Spezielle Anbauteile und Anhänger enthalten Werkstattpunkte. Schau dir die Beschreibung an, wenn du sie in anderen Werkstätten anbaust, anhängst. Wahrscheinlich anhängst. Wenn eine Werkstatt offen ist, kannst du dein Fahrzeug jederzeit dorthin retten. Bei Spielstart ist immer eine Werkstatt offen. Okay. Ist ja gar nicht mal so doof jetzt erstmal. Dann machen wir das weg. Verdeckung. Gibt ja ganz schön viele Verdeckungen hier. Wie war das? Was ist das hier? Was ist das? Ah, Typ B130 ist gesperrt. Du kannst ihn nicht fahren. Fahre nah an das Fahrzeug heran, um es freizuschalten. Gut. Das waren Wegpunkte. Okay. Typ C6522 ist gesperrt. Du kannst ihn nicht fahren. Okay. Und da gibt es Sprit. Da ist eine Werkstatt. Da muss ich dann diese vier Werkstattpunkte hinbringen. Und Ziel. Geliefert 0 von 8. Das heißt, wir müssen hier Holz holen und dann da hochschaffen.
Sounds simple. Dann würde ich doch vorschlagen, fahren wir mal los. Mach das mal weg hier. Ah, oh, was geht's denn hier? Ersatzrad nicht verfügbar. Ladefläche nicht verfügbar. Holzauflieger, Wagen mit Kran. Kann was? Ladung tragen, Kurzholz, 2 Punkte. Okay. Tankwagen nicht verfügbar. Standardeinstellungen, Straßenräder. Nö. Straßenräder will ich nicht. Ah, hier haben sie schon ein bisschen Luft abgelassen, damit die Auflagefläche breiter wird. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, hier stehen noch zwei Autos. Ein leerer. Was machen wir mit dem? Da hinten steht. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wie kann ich dich denn auswählen? So, ha? Aha. So, hier, was machen wir denn jetzt mit dem? Ladefläche. Kurzholz, 2 Punkte. Nein. Werkstatt. Ladefläche, 2 Werkstattpunkte. Aha. Sattelkupplung, verstehe. Mittellange Stämme, Tankwagen, 3200 Wagenanhänger. Ach so, da hinten ist noch was dran dann. Okay. Garage Car, 2 Werkzeuganhänger. Dafür die Sattelkupplung, verstehe. Utility Card. Aber ich glaube, das sieht auch schon mal gar nicht verkehrt aus hier. 900 Liter. Was kann der? 400 Liter und 600 Punkte. Bisschen mehr und da ist Doppelte. Okay. Ersatzrad haben wir. Bitte lange Stämme. Achso, das Ersatzrad müsste dann weg und dann kommt dieses Ding da drin. Verstehe. Frontauspuff. Ist das besser, wenn der Frontauspuff dran ist? Ich will es nicht. Hat der Frontauspuff? Der hat auch keinen Frontauspuff, ne? Der Frontauspuff? Sehe ich nicht. Ne, der hat hier. Seitlich kommt's raus. Ist das besser? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was machen wir denn mit hier? Tankwagen haben wir ja hier. Werkstattanhänger. Oh. Ach, das ist ein Auflieger. Okay. Sattelkupplung. Verstehe. Werkstatt, Ladefläche. Holzauflieger. Mittellange Stämme. Okay. Was machen wir denn mit dir? Ersatzrad ist angebaut. Gut, machen wir hier nochmal so ein. Ach, Ersatzrad muss runter. Dann machen wir Ersatzrad weg hier. Zack. Abbauen. 800 Reparaturpunkte. Das sieht gut aus. Bäm. Sehr gut. Und hier schön Frontauspuff. Zack. Warum auch immer. Okay, und das andere Auto, was kann der? Geländeräder. Das sieht doch gut aus. Luft raus, ein bisschen gröberes Profil drauf. Wunderbar. Ersatzrad nehmen wir auch noch mit. Okay. Zusatzbeleuchtung. Oh, jawohl. Sehr nice. So, das heißt, überall nur 200 Liter drin und ich brauche Kraftstoff. Da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Hier lang. Kürzester Weg.
Durch den Fluss hier, hä? Dann hier lang. Oder unten rum. Aber unten rum sieht nach einer Schlitterpartie aus. Ich würde vorschlagen, wir fahren erstmal dahin. Das sieht nämlich gar nicht mal so doof aus. Will ich das mit dem machen? Oder nehme ich da einen von diesen etwas. Also ich muss ja ehrlich zugeben. Der hat auch kein Allrad hier, ne? Sehe ich gerade. Der hat nur Differentialsperre. Ach du Scheiße. Na, der bleibt garantiert stecken hier. Ich nehme mal den ersten hier. Genau, diesen hier. Wagen mit Kran. Dann fahren wir los hier. Achso, Handbremse. Handbremse. Ah, Leertaste. Okay. Wo muss ich denn hin? Mach doch mal hier Wegpunkt. Zack. Achso, ist weg jetzt. Jetzt ist wieder da. Jetzt ist er da. Ha, 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 ha. So, da geht's lang. Fründ. Dann fahr doch einfach mal hier. Schön querfeldein ein. Schwupp, schwupp. Oh. Dann haben wir schon den ersten Durchdreher. Es wird nur an Räder mit Bodenhaftung Kraft übertragen. Sieht mir nicht so aus. Dann machen wir mal hier Differential an. Zack. Und weiter geht's. Gefährlicher Wasserstand. Uiuiui. Hoch mit dir. Dann machen wir Allrad an. So. Komm schon, enttäusch mich nicht hier. So ist fein. Na, das ist doch hier vertrautes Gelände. Sensationell. Da geht's nicht weiter, verstehe. Gerade zu Ende. Das ist doch mal schick hier. Na, da kommen Erinnerungen hoch hier. Das ist doch. Nein, so nicht. Festgefahren jetzt oder was? Fängt ja schon gut an. So, einfach mal da lang. Na, nicht da wieder rein. So, jawohl. So. Ja, hier, schön Panzertreck. Das geht doch ab hier. Geiler Scheiß. Ha! Ja, das erinnert mich irgendwie so an meine Zeit beim Bund. Schön durch den Schlamm pflügen. Jawohl. So. Das war noch mal gar nicht so schlecht hier. Da steht ein Auto. Das schnappen wir uns jetzt mal. Typ B130 freigeschaltet. Was kann Typ B130? Ja. Typ B130 kann Motor starten. Typ B130 hat eine Sattelkupplung. Und das war's. Wie kriegen wir Typ B130 hier aus diesem Loch raus? Und was machen wir mit dem? Wir müssen dich eigentlich erstmal mit Geländereifen ausstatten, ne? Ich glaube, das machen wir auch mal. Ah, herrlich. So, fahren wir mal zurück.
zu dieser Werkstatt. Ja, so eine ausrangierten Kisten, die fahren eigentlich in Mexiko rum oder so. Keine Ahnung, oder hier Venezuela und so ein Scheiß. Ah, was nicht passt, wird passend gemacht. Wunderbar. Hier schön mit Sprung da durch. Ach du Scheiße, nicht stecken bleiben. Mach keinen Scheiß. Komm schon. Differential? Willst du dann? Nein, willst du nicht. Kriegen wir dich hier wieder raus? Ja. Und fahren wir da halt oben am Rand lang. Das ist mir dann auch egal. Oh, Vollgas. Komm schon. Hier oben rum. Jawohl. Hoch mit dir. Sehr gut. Und dann war Feierabend. Wieso willst du denn da nicht weiter? Jetzt will er hinten auch nicht mehr weiter. Oh, jetzt nicht festfahren. Mach keinen Scheiß, ey. Okay, das klappt schon mal, das ist gut. Wie kriege ich dich denn da jetzt rüber? Da geht's auch nicht weiter. Gleich fahre ich rückwärts. Rückwärts zieht er ja. Oh, dann will er hier wieder nicht weiter. Hier war das V. Was ist das hier? Hinten, Ausgangspunkt, okay. Kamera ist natürlich auch wieder so ein Traum hier. Lang reicht die? Nicht weit genug. Gut. Du hast vorne zwei und hinten ein. Ah, okay. So, wie Winde lösen will ich nicht. Okay. Winde. Allradantrieb, Differential ziehen, Handbremse, Scheibe hupen, Winde ziehen. Da. F. Drücken wir mal F. Ah, da geht doch was. Alter Finne. Ja, zieh! Tut er nichts, oder was? Jetzt aber. Wie kriege ich dich denn da jetzt rüber? Wahrscheinlich nur. Was ist das hier? Okay. Zurück. So. Jetzt mit Schwung da durch, ja? Dann wollen wir das mal ausprobieren. Na, das klappt ja. Nicht. Er fährt überall hin, nur nicht da, wo ich hin will. Jetzt stehe ich hier und sauf ab, oder was? Seilwinde? Aber bestimmt Seilwinde nach hinten, ha? Nein! Auch das nicht. Stehe ich jetzt hier? Festgefahren, oder was? Es tut sich nichts mehr. Na, Wahnsinn. Hier dieses Auto. Wo steht er denn jetzt, der Abgesoffene?
Ach, da hinten. Oh. Das ist nicht da, wo ich jetzt hier gerade von ausgegangen bin. Das heißt also, wir müssen da hinten hin und den rausziehen. Dann machen wir das mal. Wenn wir da natürlich durchgefahren wären, wären wir aber bestimmt drüber gekommen, ja. Da steht er. Rechts von uns. Und fahr da mal rüber. Komm schon. Ah. Uiuiui. So. Wie war das jetzt nochmal? Das kann ich da festmachen. Und jetzt fährt er alleine, oder wie? Wenn ich jetzt hier rück oder zurücksetze. Oh, ja, da startet der Motor. Und dann fahren wir hier mal zurück. Ja, cool. Das ist ja fett. So, jetzt ziehen wir den am besten noch hier bis da hinten hin. Ziehen dem hier Geländeschlappen drauf. Das ist ja cool. Ja, fett. Abschleppen geläuft. Da losmachen. Sehr gut. Jetzt können wir auf dieses andere Auto wechseln hier. Da, B130. 105 Schaden nach oben. Okay. Räder mit Ketten. Ist das deine Form von... Machen wir hier auch noch einen Tank draus? Ach du Scheiße. Tankwagen können wir vergessen. Das wird nix. Der kommt ja jetzt schon nicht mehr hier durch. 3200 Liter sind zwar nicht schlecht, aber... Dann machen wir das lieber so. Das ist auch nicht besser. Ach du Scheiße. Nee, abbauen. So. Nein, das wollen wir nicht. Mehrzweckanbauteil. Ein Werkstattpunkt. Na, das machen wir mal. Na, das. Wo war das? Ja, klar, genau. Einmal quer über die Karte oder was? Ach du Scheiße. Das wollen wir nicht. Jedenfalls jetzt noch nicht. Was hat er jetzt gemacht? Ach du lieber Gott. Ja,
glaube, ich nehme nur das Dingens hier. Ja, ich glaube, das macht Sinn, ja. Der hat ja jetzt schon Probleme, hier durchzukommen. Der kann auch von mir aus leer bleiben, aber ich brauche den Sprit für unterwegs. Weil, wenn ich hier jedes Mal einmal quer über die Karte, dann muss ich mir irgendwie strategisch hier Punkte einrichten. Mit Kraftstoff, auch die dann von Fahrzeugen sicher erreicht werden können. Ohne dass ich Schiss haben muss, dass sie nicht durchs Gelände kommen. Aber ich würde sagen, darüber mache ich mir dann in der nächsten Folge einen Kopf. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.